Die Therapie vom kolorektalen Karzinom erfolgt zunehmend zielgerichtet. Ja, das heißt, dass wir verschiedene molekulare Alterationen auf DNA detektieren können und dass wir dahingehend die Therapie für unsere Patienten auswählen können. Wir konnten von der FIRE-3-Studie, einer randomisierten, kontrollierten Phase-3-Studie von 373 Patienten, eine erweiterte molekulare Diagnostik durchführen und das letztlich auf deren Therapierelevanz für die jeweiligen detektierten Alterationen untersuchen. Wir haben gesehen, dass Patienten, die hinsichtlich eines RAS oder BRAF oder SMAD4-Wildtyp-Status ausgewählt wurden, einen generell günstigen prognostischen Krankheitsverlauf haben. Weiterhin haben wir gesehen, dass Patienten, die einen SMAD4-Wildtyp-Status haben und mit Cetuximab behandelt wurden, ein höheres Gesamtüberleben aufwiesen und eine höhere Therapieansprechrate auf Cetuximab. Das Ganze konnten wir auch für Patienten sehen, die eine hohe Tumormutationslast hatten und eine hohe Mikrosatelliteninstabilität. Das heißt also, dass zwar letztlich auch andere Einflussfaktoren möglich sind, aber dass unsere Untersuchungen eine gute Grundlage für weiterführende Analysen auf dem Gebiet bilden und dass wir damit letztlich auch die Therapie für unsere Patienten mit metastasierten kolorektalen Karzinomen optimieren können. Und das Ganze darf ich heute in einem Best-of-Abstract hier auf dem DKK präsentieren und darüber freue ich mich sehr. Letztlich dürfen wir mit dieser erweiterten molekularen Diagnostik ein tieferes Krankheitsverständnis gewinnen. Das heißt, dass wir verstehen, wie sich Erkrankungen verändern, auch im Laufe der Therapie. Und dabei aber auch zielgerichtete Therapieoptionen für die Patienten entdecken. Und das optimiert letztlich die Therapie.